Also dachte ich mir, hey, das ist es. Weißt du, das ist die wahre Liebe. Auf jeden Fall, ich musste dann ein paar Wochen weg. Und als ich wiederkomme, was sehe ich da? Genau. Und mit wem? Lobineau, diesen Penner. Ach, Herr Jemine, George. Ja, genau, das habe ich mir da auch gedacht. Jetzt erzähl dem nicht die ganze Lebensgeschichte, wir haben Besseres zu tun, beziehungsweise auch Wichtigeres. Wenn das mit dem Tetsupakatlipoka nur annäherungsweise stimmt, haben wir ein gewaltiges Problem, wenn wir uns hier jetzt nicht langsam sicher mal beeilen. So, wir haben eine Fackel. Oh Mist. Sieht aus wie die nächste Sackgasse, Titipoko. Irgendwelche Vorschläge? Wie wär's mal mit Feuer machen? Ich hatte mir etwas Konstruktiveres vorgestellt. Aber egal, ich schaue mich mal um. So, und dieses Mal denken wir daran. Ach, Mann. Das ärgert mich immer noch. Das ärgert mich schon wieder. So, gib mal Feuer, Kumpel. Hör mal, ich muss diese Fackel anzünden. Kannst du nicht irgendwas Schlaues mit ein paar Holzstäben anfangen? Oder mit Zunder und Feuerstein, oder... Komm, erschieß die Fackel. Mit einem billigen Scherzartikel-Feuerzeug. Ich glaub's einfach nicht. So, dann haben wir hier einen Hebel. Ein Bild von jemandem, der eine Fackel hält, während ein zweiter Typ sich an einem Hebel zu schaffen macht. Der Hebel ist echt. Na gut, dann muss wohl der hier die... Was ist die Statue? Eine wirklich gruselige Statue. Der Typ hält einen Schädel und eine Schale in der Hand. In die Schale soll wahrscheinlich ein Herz. Bäh. Sonst habe ich an den kleinen... Okay, dann... Eigentlich sollten das ja zwei machen. Naja, ich habe gerade nichts anderes zu tun, also ziehe ich mal an dem Hebel. Falltür. Nichts ist passiert. Ich hasse sowas. Kannst du sowas nicht auch hassen? Ups. Titipoko? Oh mein... Wieso ist der wieder da plötzlich? Klasse. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, keine Ahnung, wo die anderen hin sind und die Zeit wird langsam knapp, um Karsak aufzuhalten. Andererseits bin ich auch noch nicht tot und das ist ja eher eine gute Nachricht. Mhm. Da ist ein Hebel. Wir nehmen die Fackel mal wieder mit. Man weiß ja nie. Und... Ah, okay. Der andere Typ hat eine Fackel gehalten. Na gut, dann lassen wir die einfach mal... Nein. Bevor wir jetzt anfangen, wahllos an irgendwelchen Hebeln zu ziehen, schauen wir uns erstmal um. Hier geht's raus, da geht's raus. Jedes Mal, wenn ich denke, es kann nicht gruseliger werden, wird es noch gruseliger. Hebel. Und da geht's wieder rein. Und da hinten ist ein Steinkopf. Charmant. Dieser Ort wäre ein prima Schlafzimmer. Und hier haben wir... Niedlich. Sieht aus wie mein alter Sportlehrer. Na, toll. Was haben wir eigentlich dabei? Uns fehlt immer noch ein Stein. Und ich habe so ein super mieses Gefühl... dass wir den auch nicht bekommen werden. Da sind Hebel wieder, Lamastimeng. Und wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir wahrscheinlich wieder dort raus, wo wir waren. Jawohl. Und hier ist nur ein Hebel. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir dran ziehen. Eine Steinplatte, die mehrere Tonnen wiegen muss, versperrt den Durchgang. Das ist, glaube ich, nicht gut. Oh, okay. Ich hatte schon Angst. Okay, das klassische Hebelrätsel. Juhu. Wir speichern nochmal schnell. Wir sind schon seit über 10 Stunden dabei. Toll. Jetzt gehen wir mal nach draußen und schauen mal, was passiert ist. Hier ist auch zu. Jetzt ziehen wir mal an dem Hebel hier.
Die Tür ist immer noch zu. Und wenn wir jetzt an diesem Hebel hier ziehen. Geht die Tür auf und die Tür zu. Okay, und wenn wir jetzt an dem Hebel hier ziehen. Trerapusch, die Schnitzereien erinnern mich aus irgendeinem Grund an Lane. Hier geht es nicht mehr weiter, dann gehen wir mal. Es gibt nichts, was ich mit den Schnitzereien anfangen könnte. Was ist das hier jetzt? Wenn wir jetzt den hier benutzen. Und der da. Okay, machen wir jetzt noch mal hier schnell auf. Gut, Eine Steinplatte, die mehrere. Ja, ist okay. Und jetzt gehen wir hier mal raus. Ach, okay. Der Hebel hier ist praktisch der Anfang. Vielleicht können wir ja mal die andere Fackel hier anstecken. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Ich habe mich schon gewundert, warum die da sein sollte. So. Was bringt uns das jetzt? An der Wand hängt eine unbenutzte Fackel. Ja, inzwischen ist sie nicht mehr unbenutzt. Okay, ich schätze, hier drin geht's weiter. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal hier nochmal. Der andere hat, glaube ich, die beiden Türen zugemacht. So, und jetzt ziehen wir nochmal an dem hier. Der macht beide zu. Gut. Ich bin momentan noch ein ganz kleines bisschen ratlos, aber... Okay.
Ich glaube, der bewegt alle drei. Kann das sein? Ne, ich glaube, das war der hier. Jetzt benutzen wir zuerst nochmal diesen Hebel hier. Gehen jetzt durch diese Tür. Und ich glaube, dass es da drinnen weitergeht. Wenn wir jetzt hier reingehen, machen hier die Tür zu. Eine Steinplatte, die... Ja, das kennen wir ja. Dann gehen wir jetzt hier nach draußen. So. Okay. Ich glaube, ich brauche jetzt was zum Schreiben, weil... Das hilft sonst alles nichts. Also, wir haben drei Räume. Mit drei Türen. So, dann haben wir Tür Nummer 1. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Pinseln, deshalb passiert hier gerade auf dem Screen nichts mehr. Das heißt, wir haben hier Tür Nummer 1, dann haben wir Tür Nummer 2 und Tür Nummer 3. So, damit ihr jetzt hier, wisst, von was ich die ganze Zeit rede. Und zwar, Tür Nummer 1 ist die Tür hier hinten in dem Raum, wo wir reingekommen sind. Tür Nummer 2 ist diese Tür hier. Und Tür Nummer 3 ist die, in der wir jetzt gerade drinne stehen. So, und dann haben wir Hebel. Und zwar, in dem Raum, wo wir gerade drinne waren, ist der Hebel A. Dann haben wir hier den Hebel B und C. B und C. Und draußen sind noch einmal zwei. Da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. So. A, B, C, E. So, da haben wir dann nochmal einen, den da unten, das wird dann der D. Und der oben wird der E. So, und jetzt schreiben wir uns einfach auf, welcher Hebel welche Türen bedient. Weil ansonsten wird das ein bisschen kriselig. Ja, endlich, ich bin hier raus. Okay. Was auch immer wir jetzt hier gemacht haben. Und schon wieder hinein ins Unbekannte. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber, meinetwegen. So, hier ist noch ein Hebel. Und sonst nichts. Und, ja, wir haben jetzt, glaube ich, genug mit Hebeln gespielt. Das können wir. Das sieht doch jetzt nicht so aus, als würde hier jetzt... Cool. Weiter und runter, Mr. Stobbart. Ja, dann abwärts. Ich wollte gerade eben schon sagen, das sieht jetzt nicht so aus, als würde es hier jetzt, sehr plötzlich abwärts gehen. Und hier müssen wir, glaube ich, hin.
Das ist es. Die Zentralkammer der Pyramide. Ihr dunkles Herz. Schon einmal habe ich in meinem Leben vor einer Tür gestanden und gedacht, das ist es gewesen. Wenn ich durch diese Tür gehe, sterbe ich. Damals hatte ich Unrecht. Ich hoffe jetzt auch. Die Tür, die zur Zentralkammer führt und zum rauchenden Spiegel.